Es gab ein neues Update, welches ein paar kleinere neue Objekte und Überarbeitungen, aber auch ein neues Merkmal bereithält. Mehr dazu in diesem Video. Beginnen wir mit dem Erstelle einen Sim-Modus, in dem sich alle Spieler über ein paar neue Objekte freuen können. So stehen ab sofort diese neue Frisur mit ein paar Stiften und bunten Spangen, die dieser Halt geben und euren Sim wie einen waschechten Bastler aussehen lassen, und dieses neue Oberteil, welches wohl allen Mitarbeitern des eigenen Geschäftes aus an die Arbeit sehr gut stehen sollte, bereit. Und als nächstes wurde diese Brille auf Basis der bereits vorhandenen abgedunkelten hinzugefügt, diese ist also nur so semi-neu. Wenn euch diese Sachen irgendwie bekannt vorkommen, liegt ihr richtig. Hier handelt es sich um Objekte, die wir schon aus The Sims Mobile kennen, mehr dazu aber später. Weiter geht es mit insgesamt 5 neuen Tattoos, die ihr euren Sims jetzt zuteilen könnt. Ein neuer Plumbob ist dabei, den es in insgesamt 2 verschiedenen Versionen für den Arm und einmal mit kleinen Rosen auf dem Rücken gibt. Ansonsten hat es auch noch die Kuhpflanze als Motiv für jeweils das linke und rechte Bein ins Spiel geschafft. Das war's aber noch nicht mit neuen Erstelle einen Sim-Modus-Neuerung. Die wohl größte Ergänzung ist nämlich das neue Merkmal Treu in der Sozialkategorie. Dieses wird im Spiel wie folgt beschrieben. Treue Sims wertschätzen ihre Beziehung und verschreiben sich ihnen mit Haut und Haaren, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich dabei um freundschaftliche, romantische oder berufliche Beziehungen handelt. Sie vermeiden es, zu lügen und zu betrügen, da Vertrauen ihnen enorm wichtig ist. Diese Ergänzung finde ich tatsächlich sinnvoll, gerade da wir das Gegenstück schon etwas länger im Spiel hatten. Auch im Baumodus gibt es eine Kleinigkeit. Alle können nämlich ab sofort diesen plumberförmigen Ventilator in Grün, Rot, Schwarz und mehr Farben nutzen. Für alle Neuankömmlinge wurden die Tutorials innerhalb des Spiels überarbeitet, die jetzt auch von Emily aus Sims Mobile erklärt werden. Egal wie lange ihr The Sims 4 spielt, jeder hat sie erstmal im Spiel, die aber zum Glück einfach über die Optionen deaktiviert werden können. Auch die Lektionen haben ein neues Aussehen erhalten, welche auch inhaltlich ein wenig überarbeitet wurden. Wenn ihr auf Sims 4 Packs ordentlich sparen wollt, also beispielsweise Zeit für Freunde für unschlagbare 16,64 € oder Jahreszeiten für nur 20,10 € bekommen wollt, schaut in der Beschreibung bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Was denkt ihr zu den kleinen Neuerungen? Freut ihr euch über das neue Merkmal? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.